Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to Live 2 mit dem historischen Rom und die keltische Konföderation will ja, nördlich der Alpen in unseren kleinen Kurier einmarschieren. Hier macht sich auch gerade eine die Kriegstreiber bereit für die Mittlern und ich würde mal meinen, wir gehen jetzt mit dieser Armee ja, gallische Konföderation können wir eigentlich vernichten und dann nach da. Wobei, das ist dann schon ein bisschen zu weit vorgestoßen. Also eigentlich hat Rom hier diesen Schwenker da, hat quasi Spanien und Italien verbunden hier. Und da bin ich jetzt ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt, rein, aber das, ja, das passt dann, glaube ich. Genau, hier können wir mal. Genau, bisschen öffentliche Ordnung pushen. Und ja, da schauen wir mal. Also, wenn der den angreift, also wird er 100 Pro. Das wird er auch einnehmen. Dann werde ich wahrscheinlich einfach durchmarschieren und dann. Also, das da werde ich noch nicht angreifen. Gut, mit Karthago. Ich bin momentan felsenfest. Mit Karthago. Da werde ich mal mich jetzt in Stellung bringen. Ja, seht ihr? Er will komplett außen rum. So ein Idiot. Warte. So, und dann. Genau, hier rein. Du gehst auch mal da. Ihr beiden. Warte. Die müssen nach da drüben. Nach da runter? Naja, okay. Aber das passt ja, dann brauche ich 1, 2 Runden noch, bis ich angreifen kann. 3 Runden. Und so lange kann ich auch warten. Beziehungsweise, nee, kann ich nicht. Wir sind schon wieder zu spät. Es ist, also 105 hätten wir angreifen müssen hier. Ah, aber die sind so langsam. Naja, egal. Nahrung haben wir gerade genug, deswegen können wir hier mal ausbauen. Hier können wir immer noch nicht ausbauen. Da brauchen wir das da. Was baue ich gerade? Das da, okay. Danach kommt dann der Marmor. Minus öffentliche Ordnung können wir uns leisten. Das brauchen wir eigentlich nicht. Genau. Gut, dann schaue ich noch mal kurz Karthago. Gut. Der hat kein Klientelkönigtum, oder? Warte mal. Liefere deine Nachricht ab und dann geh zurück in dein Loch. Ja, okay, das reicht mir für um dich anzugreifen. Gut, der hat natürlich, der bekommt nichts. So, jetzt ist das nächste, also 105 ist eben, super, der geht zurück, das ist gut. 105 ist, oder war eben die Nordküste Afrikas, da ist Rom da gelandet. Und dann 93 hat da Alexandria. Zwischen Freunden gilt ein Goldgeschenk, oft als Zeichen tiefer Zuneigung. Nee, ich will den selber besiegen. Ui. Okay.
Aber der hat 3 Katapulte. Aber das hat er falsch rum gemacht. Er hätte mit der da angreifen sollen und die da als Verstärkung, weil die da sind. Oder nee. Das sind alles keine mobilen Artillerien. Also alles gut. Ja. Dann schauen wir mal, was er da so zu bieten hat, der Gute. Ich schenke mir gerade mal wieder Wasser ein. Genau, das sind eben keine Artillerien mit Rädern dran. Und der hat er. Ja, also. Wieso will er angreifen? Also, selbst wenn ich automatisch gemacht hätte, hätte ich gewonnen. Naja, aber. Es ist 1200, wahrscheinlich. 8 krass, okay, ich nehme es zurück. Ich dachte, das wäre eine befestigte. Gut, ich nehme es zurück. Dann wird es doch nicht so unspannend hier. So. Krass. Ist ja schön hier. Aber wie kommt man da hoch? Die haben irgendwie vergessen, da einen Eingang hinzubauen. Aber wahrscheinlich hier. Nee. Die Designer haben irgendwie vergessen hier. okay, also man kommt da halt nicht rein, ne? Pech gehabt. Gut. Wenn ich mich hier aufstelle, kann der mich treffen. Aber also meine Kavallerieeinheit versucht auf jeden Fall. Das ist so ein Nubi. Der hat nur motivieren. Also meine Kavallerie muss auf jeden Fall versuchen, seine Artillerie aufzuhalten. Und bis dahin muss ich eigentlich hier. Warte, Adlerkohorte ist hier. Die sind da. Die sind da. Die sind da. Wir sind da. Le General ist da. Gut, wir können. Die Frage ist natürlich, wo der andere herkommt. Also realistisch gesehen würde er von da kommen. Er kommt aber natürlich von da. Aber das ist egal, weil von hier kommt er nicht hoch. So. Dann gehe ich mal mit der Nahkampfkavallerie außen rum. Au! Alter, was war das denn für ein Monster? Okay, dann mache ich die mal platt. War ein Scherz. Da mache ich mal nicht automatisches Feuern. Die machen es ja selber.
ihr den mal? Super. Ja, ihr braucht ja da nicht zurückzukommen, ne? Das bringt voll nichts. Gut. So, es würde was bringen, wenn er sich zuerst mit seinen Buddies zusammentun will. Jetzt muss ich ja. Mach mal schneller hier. Gut, 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 gut. Okay. Nein, lasst die paar einfach in Ruhe. Die bleiben da. Super. Gut. So, und jetzt? Jetzt charged er meine Kavalleristen, ne? Ich glaube, ich... Oh! Das sind... Okay. Gut, es ist entschieden. Ich muss diese Artillerie. Ich dachte, das wäre nämlich keine, aber die griechische ist anscheinend eine große. Also, beziehungsweise eine, die. Echt, dass die entscharten jetzt die ganze Zeit meine Kavalleristen? Interessant. So, warte, ich spüre mal vor. Weil irgendwann muss er ja kommen, ne? Ich gehe mal mit meiner Kavallerie oder mit meinem General vor. Autsch. Der hat da auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen gewütet. Achso, ja, stimmt, mit der Kavallerie kann ich ja. Mit Kavallerie kann ich das ja nicht einnehmen. Gut, ja, er verbindet die erstmal alle. Ich würde mal echt interessieren, wie viel Friendly Fire ich da jetzt gerade gemacht habe. Weil, ja, so viele Speere wieder geworfen wurden. Das ist schon heftig. Ich muss auf jeden Fall mit den Velites auf die Pikiniere gehen. Unbedingt. Deswegen, ja. Ich glaube, ich mach. Ja. Schildkrötenformation. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Wir erwarten eure Befehle. Legionäre! Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl. Ich frage mich gerade wirklich, was der macht.
Was genau macht er? Will der nicht kämpfen oder was? Warte mal, ich schau mal kurz, was der macht. Der stafft hier einfach so rum. Was genau? Ein bisschen verpackt, ne, der Gute. Oh, hier ist einer getötet worden. Okay, jetzt fängt er, glaube ich, an. Ich versuche mal was. Wie wenig da sterben, ne? Also, da ist jetzt einer gestorben. Ja, okay, das ist ein Steinschleuderer. Okay, jetzt schon drei. Ich will mal da runterschießen. Okay, ich bin zu spät dahin gegangen. Ein bisschen werfen könnte ich schon. Ich muss jetzt vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Volle Kanne werfen. Ach komm, ihr müsst doch nicht gehen. Ja, da sind aber. Alter. Das ist echt interessant, dass die jetzt, dass die so einen Schwarm machen jetzt. Aber ja, an sich machen die das Richtige, weil
Weil ich muss die ja jetzt angreifen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nur die ganzen Fernkämpfer sind jetzt wieder das Problem. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der will jetzt wirklich meine Kavalleristen angreifen. Ist der bescheuert. Okay, jetzt kommt er, okay. Unser General wird angegriffen. Auf die Hopliten, das bringt nichts. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Auf die Pikiniere. Hopliten, Pikniere, Hopliten, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Krieger wollen Blut.
oder nicht? Gut, dann ist gut. Stückangriff. Okay, jetzt muss ich hier schauen. Mal schauen. Jetzt gehe ich hier in den Rücken rein. Oh, das, also die Gladiatoren, die sind schon echt cool. Echt gut. Männer wanken. Warte, welche? Die da? Oh, ja, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der kommt weg. Ja, jetzt ich muss mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die tun mir gerade auch ein bisschen leid. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war dämlich, aber dadurch habe ich ihn. Dadurch habe ich ihn ein bisschen abgelenkt. Ich charge mal hier vielleicht. Der ist auch weg. Die sind vier. So. Die sind auch noch heile. Die müssen denen mal helfen jetzt. General ist noch da. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Gleich in Keim ersticken. Das ist gut, dass der keine komplette aufbauen konnte.
Hat der Reiserei. Reiserei. Mhm. Ja. Warte, der General darf auch noch ein bisschen. Und die haben genug. Uiuiui. Es wäre mir ehrlich. Super. Es wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen, wenn der hier angegriffen hätte. Weil das hätte ich besser verteidigen können. Aber sowas ja auch ganz in Ordnung. Warte. Wie viel? 26? Ja, aber. Ja, also. Man hätte mir sehr, sehr weh tun können. Wenn man es gescheit gespielt hätte. Aber, naja. Hm. Ja, der hat das Doppelte gemacht. Ich habe knapp 30 Sets getötet, wahrscheinlich beim ersten Charge. Weil der mit der Kavallerie voll in meine Einheiten rein und da kamen ja die ganzen Speere mit und ja, Friendly Fire. Gut, aber ja, im Großen und Ganzen waren meine Einheiten echt gut. Ja, leider habe ich einen Gepanzerten verloren. Ja, aber der hat zwei komplette Armeen eigentlich verloren. Also, da kann man wirklich nicht. Oh nein. Und wie viele hat. Nein, 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 nein. Der Lelly. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Vor allen Dingen, wie weit ist der denn gelaufen, hör mal. Gut, ja. Wenn die vierte Legion das auch noch bekommt, dann Respekt, wirklich. Also ich würde es wieder genauso machen wie davor, also... Kavallerie schaut, dass es die Artillerie bekommt. Und, ach, sieh mal eine an. Normalerweise haben die das jetzt geändert. Ja, aber alleine kannst du nicht schießen, ne? Ist dir schon bewusst. Aber, naja, vielleicht haben die das auch geändert. So, gut. Jetzt muss ich mal schauen. Die da sind noch fit genug, um die Front zu bilden. Uiuiuiui. Na dann. Hat es ein Pekinier? Der hat keine Reichweite. Das war mir auch bewusst. Mal schauen, ob der sich wieder so benimmt.
Ich sehe gerade, wir haben 35 Minuten. Dann würde ich einfach sagen, dass wir ja einfach jetzt eine lange Folge machen. Alter, das war heftig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh. Nee, da komme ich nicht mehr hin. Ja, jetzt mach halt. Nach. Schneller. Okay. Jetzt schießt er zweimal auf meinen General und unser General wird angegriffen. Und er stirbt. Schnell. Wie lange will der denn noch wanken? Ja, der fängt sich wieder. Aber ja, egal. Interessant ist ja, dass der die ganze Zeit stehen geblieben ist. Und nicht geflohen ist, wie normalerweise das so gemacht wird. Aber ist ja wurscht. So, jetzt wieder die Schildkröte deaktivieren. Ich glaube, der mag die das da hier hinten wirklich nicht. Ja, der checkt es nicht. Ja, okay. Der checkt es wirklich nicht. Ja, der... Alter, der schießt schon mit dem. Der weiß schon, dass das dass die unsichtbar sind, ne? Aber einmal reinchargen kann ich ja.
Einmal hier. Einmal da. Finde ich toll, dass du deine Artillerie einfach da lässt. Also, ja, cool. Die kommen hier hin. Die kommen da hin. Der General kommt da hin. Was machst du? Der kommt mit da so vielen Einheiten gar nicht klar, oder was? Was ist denn los mit... Und hier dann mit so einem riesen Pulk an Artillerie-Schiffen reinhauen. Oder einfach Artillerie. Seid ihr jetzt Pinguine? So einfach. Ja, das Blöde ist, ich habe nicht genug Einheiten, um die zum Umkreisen. Würde ich natürlich sofort tun. Vielleicht, also ich erobere das mal zurück und vielleicht triggert es sie ein bisschen. Was ist denn los? Weil die Karte ist wirklich ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Ja, so. Und sonst so. Ich spring mal vor. Ah. Jetzt hat das geschnallt. Hey, da, der erobert zurück. Das geht nicht. So. Gehört wieder uns. Also, ich weiß wirklich nicht, ob ich das gewinnen kann, aber ich versuch's natürlich. Stopp. Nein. Das sind ja wieder so lange Schützen, ne? Kompleten. Speerträger. Okay, ich glaube, ich muss jetzt angreifen, weil lange kann ich seinen Beschuss nicht aushalten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Das ist sehr gut. Das ist gut. Wir töten sie alle! Evocati! Die Krieger wollen Blut! Aufhören. Das war schon sehr gut. Das war schon super. Pikiniere. Bitte Pikiniere angreifen. Vor allen Dingen, wenn es sich um den General handelt. Hier sind nochmal Hoplitenbürgerwehr. Hier sind nochmal Pikiniere. Mach die mal fertig hier, weil ich brauche euch bei den Pikinieren. Das ist gut, das ist super. Und Hobliten. Nee, Pikiniere immer noch. Das ist wirklich super gerade. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Muss ich den noch mal kurz ablenken. Hier ist noch mal Pikiniere, hier sind Söldner und hier sind Pikiniere. So, noch mal einmal Charge und die sind weg. Super. Das Problem ist, die haben kaum noch kaum noch Munition So, jetzt brauche ich die da. Ich brauche die da. Ich brauche genau, die da an der Front, das stimmt schon. Die zwei gehen hier hinten hin. Die auch. Die drei müssen auf die Pikiniere gehen. Richtig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und ihr habt nichts getroffen. Ne? So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das sind die normalen Legionäre. Und hier kommen jetzt die Söldner.
die. Mutige Römer, bis zur Kampfinfanterie bereit! Evokat! Eure Befehle? Legionäre! Stolze Römer! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten! Jetzt rein da, rein da. Alle rein. Du überlebst noch, ja. Uiuiuiui. Gut. Also, ja, das habe ich auch nur gewonnen, weil der so rumgebackt hat. Auf jeden Fall. Also, ja. No. Also, ich hätte wirklich keine Chance gehabt. No chance. Mal schauen, ob der überlebt, aber sonst an sich, ja doch, mit 19 müsste man eigentlich überleben. So. Aber ganz ehrlich, die Gladiatorinnen sind, das ist schon ziemlich cool, was sie machen. Ja, die gefallen mir. Gut, dann endlich, nach einer Stunde, also heftig. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir haben jetzt eigentlich, wir sind jetzt erst bei Pergamon. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt, ne? Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut und bye bye.